Also willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und wir haben heute ein ganz besonderes Thema, das hängt zusammen mit dem Friedensnobelpreis. Der ist nämlich dieses Jahr an den Verein gegangen zur oder gegen die Verbreitung von Atomwaffen. Und dazu hat Werner Sonne, den Sie alle kennen aus der ARD, lange viele Jahre Korrespondent gewesen in allen Ecken dieser Welt, hat ein Buch darüber geschrieben, Leben mit der Bombe. Nun werden Sie fragen, was hat das mit uns zu tun? Leben mit der Bombe heißt, das sind die Atombomben, die auf dem Gebiet von Deutschland lagern. Was, werden Sie sagen? Habe ich auch gefragt. Hier sind noch Atomwaffen? Ja, sind sie. Herzlich willkommen, Herr Sonne. Schön, dass ich hier sein darf. Wie haben Sie denn das ausgegraben, dass hier noch Atombomben auf deutschem Boden lagern? Ich habe immer gedacht, nach der Wiedervereinigung sei das alles verschwunden. Richtig, das denken die meisten Leute, die uns hier zuschauen. Und trotzdem stimmt es nicht. Also wir haben nach wie vor in Anführungszeichen nur, Abführungszeichen 20 Atombomben auf deutschem Boden, und zwar in Büchel in der Eifel, beim Jagdbombergeschwader 33 der Bundeswehr. Und das sind natürlich keine deutschen Atombomben. Ich wollte gerade fragen, da ist kein deutsches Kreuz drauf. Auf den Bomben nicht, aber auf den Flugzeugen. Ja. Und das funktioniert ja so wie seit 60 Jahren, nämlich die Deutschen stellen die Trägermittel, also die Jagdbomber in dem Falle, die diese Atombomben tragen sollen, und die Amerikaner stellen die Atombomben. Aber der Pilot, der sie abwirft, ist ein deutscher Bundeswehrsoldat. So ist es. Darf er das denn? Der darf das insoweit, ja, als wir uns, also wir, die Deutschen, nach wie vor zur nuklearen Teilhabe ausdrücklich bekennen. Das steht so im letzten Koalitionsvertrag drin und das steht vor allem drin im Weißbuch zur Sicherheitspolitik aus dem vergangenen Jahr. Sie verwirren mich und wahrscheinlich Sie auch zu Hause. Ich habe immer angenommen, die deutsche Bundesregierung hätte seit Gründung 1949 immer gesagt, keine Atomwaffen in deutschem Besitz. Na, ganz im Gegenteil. Richtig, man muss natürlich sagen, diese Atombomben sind nicht in deutschem Besitz. Es sind amerikanische Atombomben. Aber es ist schon etwas komplexer. Ziemlich zu Beginn dieser Bundesrepublik hat die Adenauer-Regierung damals durchaus darauf bestanden, dass sie unter den amerikanischen Atomschirm kam. Und es gab auch Versuche in den 50er Jahren, zusammen mit den Franzosen zu einer eigenen Atombombe zu kommen. Das freilich ist durch die internationale Gemeinschaft verhindert worden. 1954 bereits musste Konrad Adenauer bekennen, dass Deutschland auf den Besitz von Massenvernichtungswaffen, also vor allem auch Atomwaffen, verzichtet. Das war dann die Eintrittskarte für die NATO. Die NATO allerdings ist eine nukleare Gemeinschaft bis zum heutigen Tag und wir sind ein Teil davon. Und deswegen heißt das Teilhabe genau an Atomwaffen der NATO. So ist es. Wir fliegen die Bomben und werfen sie auch ab. Genau aber so. Also sie gehören uns nicht. Sie gehören uns nicht. Aber das war immer von Anfang an, schon von den 50er Jahren an, das, was die deutsche Seite unbedingt sogar wollte, nämlich die Teilhabe mit entscheiden zu können, mitreden zu können, mindestens. Wenn es darum ging, was wird aus den vielen Atombomben, die es ja damals in Deutschland gab. Ich meine, das hat mich immer fasziniert. Wenn Sie mich fragen, warum haben Sie dieses Buch geschrieben, dann hat mich das 40 Jahre lang fasziniert, dass Deutschland vollgestopft war mit Atombomben. Wir hatten auf unserem Gebiet in Ost und West ungefähr 7000 Atomsprengköpfe. 7000 Atomsprengköpfe. Und davon wie viel in der Bundesrepublik? In der Bundesrepublik ungefähr 5000, gut 5000, und der Rest lag in der DDR. Das waren sowjetische Atomsprengköpfe. Das waren ungefähr so 7000. Das ist ja eine faszinierende Zahl. Und eine davon Zeit so groß wie die Hiroshima-Bombe. Ja, deutlich größer. Also es gab eine extreme Spannbreite von kleinen Artilleriegranaten. Das war die größte Zahl. Mit zum Teil nur 2,5 Kilometer Reichweite. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat es ja sozusagen fast selber in den Fuß geschossen. So von hier bis Mitte. Genau so gab es das hier auf deutschem Boden bis hin eben zu den schweren Fliegerbomben. Und dann gab es vor allem auch die Pershing-Raketen, die auch mit Atomwaffen
Sprengköpfen ausgestattet waren. Davon hatten wir 2 Geschwader. Also wir, die Deutschen, waren sehr intensiv auf diesem Gebiet engagiert. Und dann in der Tat fiel ja die Mauer und man hat gedacht, na jetzt nochmal ist das alles vorbei. Nochmal zurück zu den 5000 auf westdeutschem Gebiet. Ja. Im Osten gab es keine Proteste dagegen, in der DDR. Ja. Aber in der Bundesrepublik Deutschland, in der Alten, gab es viele Proteste dagegen. Absolut, natürlich. Aber alle wirkungslos. Alle wirkungslos, ja. Also schon bei der Frage eben der nuklearen Ausstattung der Bundeswehr gab es 1957, 58 massive Auseinandersetzungen im Bundestag, Riesendebatten. Dürfen wir das? Sollen wir das? Warum machen wir das? Und dann über die Jahrzehnte kam das immer wieder, vor allem in den 80er Jahren, als es um die sogenannte Nachrüstung ging. Da gab es ja Proteste mit Hunderttausenden von Menschen, die sich in Bonn versammelt haben, damals in der alten Bundeshauptstadt, aber auch vor den Stützpunkten, wo diese Raketen stationiert werden sollten. Also das war schon eine sehr große Welle. Und trotzdem war es immer wieder so, es hat nichts genutzt. Die Bomben sind geblieben. Und der Bundeskanzler Willy Brandt, der einen Friedensnobelpreis bekommen hat, hat der sich nicht dafür eingesetzt, dass die Atombomben vom deutschen Boden verschwinden? Nein, nicht wirklich. Nein. Also es gab zu der Zeit natürlich viele Versuche, zu einer friedlicheren Zusammenarbeit mit dem Osten zu kommen. Aber parallel dazu haben wir immer Wert darauf gelegt, dass wir unter dem nuklearen Abschreckungsschirm der NATO geblieben sind. Und das ist ja das eigentliche Stichwort Abschreckung. Heißt das Ganze. Das geht nun mal nur, wenn man sie hat. Das geht nur dann, wenn man sie hat. Genau so ist es. Und das war immer, wenn Sie so wollen, deutsche Staatsräson und ist es bis zum heutigen Tag. Allerdings hat es durchaus vor wenigen Jahren den Versuch gegeben, diese amerikanischen Atombomben, die noch verblieben sind, von deutschem Boden wegzukriegen. Aber bleiben wir in der chronologischen Reihenfolge. Die Wiedervereinigung, Sie hatten schon angefangen darüber zu reden, mit dem 2+4-Vertrag vom 12. September 1990, da steht drin, keine Atomwaffen? Richtig. Oder doch Atomwaffen? Nein. Oder was steht da drin? Nein, man muss das Kleingedruckte lesen. Also, ja, wie immer. Natürlich. Nein, also es ist schon so. Also, Deutschland war vom Anfang an aufgefordert und hat sich festlegen müssen, auf eigene Atomwaffen zu verzichten. Und das gilt bis heute und das ist beim 2+4-Vertrag noch einmal bekräftigt worden. Aber wir haben sowieso noch nie eigene, das ist ja unser Gespräch, wir haben doch nie eigene gehabt. Nein, richtig. Und jetzt verzichten wir auf das, was wir sowieso nicht hatten. Nein, es ist schon komplizierter. Also wie gesagt, es ist ja, wenn Sie so wollen, eine duale Entwicklung, eine doppelte Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir immer Wert darauf gelegt, über die sogenannte nukleare Teilhabe dabei zu sein, mit im Raum zu sein, wenn über nukleare Ziele zum Beispiel geredet wurde, wenn über die Frage geredet wurde, im Kriegsfalle, was machen wir denn eigentlich? Da ging es zum Teil sehr heftig hin und her. Und auf der anderen Seite mussten wir uns immer verpflichten, auf eigene Bomben zu verzichten. Trotzdem, auf deutschem Boden gab es diese vielen, nämlich an die 7000, ja 5000 auf der Westdeutschen und ungefähr 7000 mit der DDR. Und wir waren in erheblichem Umfang mit unseren Trägerwaffen, sprich Artillerie, Raketen und Flugzeugen dabei. Die Bomben gehörten immer den Amerikanern. Natürlich hatten die Engländer und die Franzosen hier auch Atomwaffen. Aber wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir mit unseren Trägerwaffen im Kriegsfalle diese amerikanischen Bomben ins Ziel gebracht hätten. Wer allerdings hat denn das Ziel bestimmt? Die NATO. Oder hätte? Die NATO. Also nicht die Bundeswehr? Nein, nicht die Bundeswehr. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Die NATO legt diese Ziele fest, hat diese Ziele immer festgelegt und in der sogenannten nuklearen Planungsgruppe, die entstand in den 60er Jahren, da hat die deutsche Seite durchaus gedrängt, hat gesagt, wenn wir schon so vollgestopft sind mit Atombomben und im Kriegsfall natürlich als atomares Schlachtfeld in einer unvorstellbaren Weise vorgesehen wären, dann möchten wir wenigstens mitreden können und was denn mit diesen Bomben, welche Ziele denn angegriffen wurden und so.
Und dann hat man die sogenannte nukleare Planungsgruppe geschaffen in den 60er Jahren. Die gibt es bis heute und da sind wir auch bis heute Mitglied. Darum geht es im Kern. Haben wir Entscheidungsrecht in der Gruppe oder nur Zuhörrechte? Mitsprache, also nicht Entscheidung. Das ist ein weites Feld, ja. Das ist ein weites Feld. Also derjenige, der es am Ende entscheidet, ist der amerikanische Präsident, um das mal ganz klar herauszuarbeiten. Er ist derjenige, und zwar im Wesentlichen, er hat einen kleinen Beraterkreis, der damit eingebunden ist, aber im Kern ist es ein Mann, nämlich der amerikanische Präsident, der diese Bomben freigeben kann und ihren Einsatz. Das geht dann an den NATO-Oberbefehlshaber, das ist natürlich auch ein Amerikaner. Das ist immer so gewesen. Ich meine, es bleibt immer ein Amerikaner, am Ende des Tages bleibt es immer in amerikanischer Hand. Und wenn dann diese beiden das freigegeben haben, dann geht das weiter an die Trägerverbände, also in dem Falle hier auch die Deutschen, sind auch andere dabei, die Italiener zum Beispiel, die Holländer sind dabei, die Belgier sind dabei. In der Türkei gibt es auch ein Atombombenlager, ein amerikanisches. Und dann würden eben im Kriegsfall, im Falle eines nuklearen Angriffes... Dann kriegt der Pilot einen versiegelten Brief, den macht er auf und sagt, genau, so ist es. Ja. Gib das ein, du fliegst dahin. So spannende Geschichte, Leben mit der Bombe, heißt ein neues Buch von Werner Sonne. Und ich finde das spannend und manchmal auch wirklich erschreckend für mich und für Sie vielleicht auch, dass auf dem Boden Deutschlands noch immer 20 Atombomben lagern. Bis zur deutschen Einheit waren es mit der DDR gerechnet 7000. Das Buch Leben mit der Bombe erzählt das alles. Und wir erzählen das gleich nach einer kurzen Werbepause weiter. Und ich finde das unglaublich spannend. Ich hoffe, Sie auch. Bleiben Sie dran.